Ahoi Pyros, willkommen zu einem neuen Video auf Apple Explosion 975. Heute präsentiere ich dir meine Top 10 Silvester-Feuerwerksbatterien, die ihr dieses Jahr kaufen könnt. Das heißt, es sind keine Batterien, die es jetzt vor 2-3 Jahren gab und mega, mega krass waren, diese aber dieses Jahr nicht erhältlich sind, sondern nein, das sind welche, die es auf jeden Fall in einem Online-Shop oder in einem Fachhandel, wie auch immer, zu kaufen gibt. Ich bin mehr als zufrieden mit der Auswahl. Schreibt wie immer gerne in die Kommentare, welche Batterie ihr vermisst oder wo ihr sagt, nee, das ist nicht so mein Geschmack. Da bin ich immer offen für alles. Ansonsten würde ich sagen, liebe Freunde, fangen wir an mit diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und einen schönen Kommentar. Vielen Dank. So, Pyros, dann würde ich sagen, fangen wir an mit Nummer 1, der Jorge Serafin. Diese Batterie könnt ihr für um und bei 30 bis 32 Euro bekommen. Ist sozusagen der kleine Bruder in Kaliber 30 mm von der F3-Batterie Jorge Goliath. Auch mit diesem wunderschönen Corolla zu bunten Spitzen. Mit Finalschlag. Also meiner Meinung nach, ja, von Jorge, also gerade von Jorge ist ja ein polnischer Hersteller, eine super, super schöne Batterie und nicht nur von der Verpackung her unfassbar schön, sondern auch der Effekt. So soll es sein. Dann haben wir jetzt als nächstes die Elgato Terremoto Especial 1 Sekunde. Viele vielleicht kennen die Terremoto 1 Sekunde, ist eine Salutbatterie, die 50 Schuss auf Schlag rausrotzt. Hier ist jetzt die Neuheit, dass auch noch Heuler mit dabei sind. Also sehr interessant, das Ganze gibt es um und bei 32 bis 35 Euro. Let's go! Also wer seinen Nachbar ärgern möchte dieses Jahr, der fährt mit diesem Ding richtig gut auf. Nun kommen wir zur Monster von Riakeo. Die habe ich letztens erst live erleben dürfen. Ich war tatsächlich sehr begeistert. Vom Produktvideo her fand ich sie nicht so cool. In live hat sie mich aber wahnsinnig umgehauen. Gerade mit diesen durchgängigen blauen Effekten. Wunderschön. Ja, auch so um und bei 42 bis 45 Euro in den Shops. Gerade zum Schluss dieses Seeblau oder Sea Blue mit Deep Blue. Eine mega, mega schöne Kombi meiner Meinung nach. Jetzt kommen wir zum absoluten Klassiker. Und zwar die Argento Expression. Gibt es dieses Jahr so für 18 bis 19 Euro. 13 Schuss, gigantische, große Zerleger mit dunklem Crackling. Und das Besondere ist diese Purple und orangenen Sterne. Das ist eine super, super geile Effektkombi und meiner Meinung nach ist das mit die beste 13-Schuss-Batterie, die Argento auf dem Markt hat. Extrem schön. Nun möchte ich euch die Mairo Gold präsentieren. Meiner Meinung nach eine viel zu underrated Batterie. Viele haben die noch nicht so auf dem Schirm. Ich habe das letztes Jahr beobachtet in der Feuerwerksgarage. Da war sie zum Verkauf angeboten und kaum jemand hat die mitgenommen. Ich hatte sie an Silvester, weil ich genau wusste, was da rauskommt. Und das Ding hat so einen königlichen, schönen Effekt mit diesen bunten Multicolor-Sternen. Ein wahrer Gaumenschmaus. Ja, preislich gesehen 40 bis 45 Euro, also doch im höherklassigeren Segment, aber meiner Meinung nach lohnt sich das allemal.
Jetzt gibt's hier nochmal richtig einen auf die Mütze mit der Blitzrums, 100 Schuss. Damals habe ich mir das immer gewünscht, dass im F2-Bereich eine 100-Schuss-Salut-Batterie auf den Markt kommt. Gab es leider nie. Jetzt wurden wir beschenkt. Ja, 40 bis 45 Euro muss man hinblättern. Ist natürlich, ja, trotzdem stolzer Preis, sage ich mal, dafür, dass es nicht wirklich ein Effekt ist, sondern einfach nur ein Knall. Vor allem kalibertechnisch sind es 18 mm, also doch relativ klein. Aber, ja, lautstärkenmäßig kann sich das Ding auf jeden Fall gut sehen lassen. Also, laufzeittechnisch ca. 37 Sekunden. Wer es ein bisschen schneller haben möchte, gebe ich jetzt einen kleinen Tipp. Einfach von beiden Seiten zünden, dann habt ihr da noch mehr Power hinter dem Ding. Eine absolute Top-Neuheit meiner Meinung nach, und zwar die Nightfall von Pyroland. Preislich gesehen brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ein sehr teurer Artikel. Also man muss 50 Euro hinblättern für 25 Schuss. Das heißt, ja, 2 Euro für ein Rohr in dem Sinne. Aber effekttechnisch, oh, wieder ein Artikel, da geht mir wirklich das Herz auf. Oh, so schön. Wie eine Blumenwiese. Wer auf Crozet steht, dem kann ich wirklich nur die Crozet-Batterie bunt ans Herz legen von Röder Feuerwerk. Ja, es gibt viele Crozet-Batterien, aber meiner Meinung nach, und ich habe schon viele Crozet-Batterien getestet, gibt es keine, die so einen hohen Aufstieg und so einen riesengroßen Zerleger hat. Also, auch wenn die Sterne wirklich hochfliegen, die Crozets, also wenn sie zerlegen, kommen wieder fast bis zum Boden. So eine große Ausbreitung ist das meiner Meinung nach absoluter Top-Artikel und Wahnsinn. Man sieht auch hier im Video, finde ich, wie weit die Sterne auseinanderdriften. Also unglaublich. Ja, bezahlen müsst ihr für das schöne Ding ungefähr 25 Euro. Jetzt kommen wir zu einer Batterie. Blackbox Neuheit 2023-24. Und zwar die Schnuckelchen. Designtechnisch vom Äußeren nicht ganz so mein Geschmack, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber es kommt auf die inneren Werte drauf an. Dementsprechend geben wir der Batterie hier natürlich auch eine Chance und ja, sie hat es nicht umsonst in die Top 10 Liste meines Geschmackes geschafft. Ja, hinblättern, 30 bis 35 Euro müsst ihr, aber effekttechnisch auch eine sehr, sehr schöne Cocktailbatterie. Schnuckelchen ist krass. Ey. Als letztes auf meiner Liste gibt es für 40 Euro die Pure Century Red Chrysanthemum bzw. Red Chrys. Wer erinnert sich noch an die Double Deck Red von euch, von Explode? Ja, ungefähr so ist die Batterie, nur dass sie wirklich extrem gut ist wie die allererste Ausführung der Double Deck Red. Und anstatt nur rote Sterne oder nur blaue Sterne oder nur grüne Sterne, hat das Ding Red Strobes. Also eine wirklich schöne Kombi. Seht selbst.
Ausgezeichnet! Ja, liebe Pyros, das waren meine Top 10 Batterien in diesem Jahr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr findet, ein Artikel hat es hier nicht rein verdient oder ich habe einen Artikel vergessen, der hier hätte unbedingt landen müssen. Allerdings muss ich hier betonen, das ist meine persönliche Meinung bzw. mein Geschmack. Natürlich sind die Geschmäcker verschieden und ich kann es absolut nachvollziehen, wenn einige sagen, ey, ich hätte mehr von Funke oder mehr von Argento mit reinnehmen müssen. Aber wie gesagt, für dieses Jahr, denke ich, sind das meine Favorites, was die Batterien betrifft. Mal schauen, wie es im nächsten Jahr ausschaut. Einige Batterien, die wirklich, wirklich toll sind und verdienterweise hätten in dem Video landen müssen, gibt es ja leider einfach nicht mehr oder sind nicht mehr verfügbar. Dementsprechend, ja, war das für mich keine Alternative, die hier in das Video mit reinzunehmen, weil ich halt wirklich nur Artikel empfehlen wollte, die auch noch verfügbar sind. Okay, liebe Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und schöne Vorfreudezeit noch.